Hallihallo und herzlich willkommen beim kleinen Gameplay-Video zum neuen World-Generator von Patch 1.8 zu Minecraft. Ja, wie ihr sehen könnt, kann man jetzt einzigartige Biome machen und ja, sie nach Wunsch generieren lassen. Könnt ihr euch mal kurz zeigen, was ich sonst noch eingestellt habe. Also hier hat es zum Beispiel noch andere Steine, die kenne ich überhaupt noch nicht. Die müssten neu sein. Wahrscheinlich auch schon bei 1.7.9, was jetzt am neuesten ist. Hier zum Beispiel auch wieder ein anderer Stein. Oder vielleicht sind sie auch neu in dieser Version, keine Ahnung. Aber ich finde gerade keine, aber die sollten hier überall sein. Ich könnte mal ein bisschen grobflächiger abbauen. Also ist es nicht so schnell. Ja, werdet die überhaupt generiert, wenn ich euch einstelle? Scheinbar nicht. Ja, dann machen wir eine neue Welt. Und stellen es mal so richtig ein. Neue Welt erstellen. Die nennen wir World Generator 1. So. Kreativ. Und dann kann man hier customized ein Ding, und da kann man zum Beispiel Sea Level runterstellen, dafür Lava Oceans an und hier auf nicht ganz 196, Water Lakes 9, Dungeon Count könnte man hochstellen. Dann kann man hier Next Page, kann man jetzt einstellen, hier Spawn Size groß, Max High hoch, die Größe so einsetzen und dann probieren wir mal. Ah ja, ich will noch schauen, was es anders gibt. Hier gibt es zum Beispiel noch ja, verschiedene kleinere Einstellungen. Zum Beispiel hochst die Höhe gestretched, also verbreitet. Könnte mal ein bisschen erhöhen. So. Hochskalieren könnte man verdoppeln. Und Tiefe, Tiefe. So. Dann haben wir irgendwo noch die Einstellungen. Genau hier. Was für ein Biom. Und ich wollte mal, ich weiß jetzt wie das heißt. Man könnte hier Mushroom, Eis und Schorn mal nehmen. Oder wie heißt das Biom mit den Eiszapfen? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Ice Mountains, nö. Ja, machen wir mal Mushroom. Welt erstellen. Und schauen jetzt, was so rausgekommen ist. Okay, fast keine Berge, aber liegt das am Biom? Das sind ja die Plains da wahrscheinlich. Naja, ein bisschen langweilig, ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Wie hoch sind wir denn? Das wurde alles ein bisschen verändert. Y70 sind wir hoch, 60. Ja, eigentlich gleich, 64 ist immer die Ebene gleich. So, jetzt haben wir in der Mitte auch so ein komisches grünes, ja, die Längen anzeigen.
Eins müsste nördlich sein, eins ist südlich und eins ist östlich. Aha. Ja, und das sind jetzt diese Teiche. Ich hätte gedacht, ich habe viel angestellt. Liegt das am Biom oder so? Und irgendwo sollten jetzt unbedingt diese Diamanten sein. Wieso werden die nicht gespawnt? Oder wurde alles wieder resettet durch das Biomändere-Zeugs? Irgendwo sollten hier ganz große Diamanterze sein. Okay, ich habe die Häufigkeit wahrscheinlich auch nicht so hochgestellt. Ach komm schon. Ja, da muss ich alles noch ein bisschen lernen und ausprobieren. Aha, dafür gibt es Dungeons in Fülle und Fülle. Ja. Diamanten. Ah, hier sind sie. Richtig viele Diamanten. Okay, Schallplatten vor allem hier. Können wir mal durch eine Höhle gehen? Ja, ich kann dann mal noch einen zweiten Part machen mit euren Tipps. Und ja, kann sie dann vorstellen, die Welten. Aha, Ravins, über Ravins, über Ravins. Über Schluchten. Ich sag lieber Schluchten. Ah, ich bin sowas von reich. Aber leider gibt es keine Bäume in dieser Welt. Okay, dann nehmen wir mal eine andere Einstellung. Neue Welt erstellen. Ach, noch kurz hier kreativ. Customized. Jetzt können wir hier mal Biome zuerst unbedingt. Machen wir mal Ice Mountain. Lava Lakes, Lava Oceans machen wir an. River Size, Biome Size machen wir. Temples, Next Page. Hier machen wir mal andere Seite ein bisschen größer. So. Und hier können wir sicher noch ganz coole Sachen machen. High müssen wir erhöhen. High Scale. Noch erhöhen. Depth, mein High Stretch. Okay. Dann können wir hier noch High Scale. Könnten wir noch erhöhen. 6000. Ja, probieren wir das mal. Komm. Das braucht jetzt ein bisschen länger zum Lohnen. Wahrscheinlich habe ich übertrieben. Weil 6000 ist schon gigantisch. Das ist wie bei einem Modpack, wo es auch so Riesenwelten gibt und so. Na? Ich sehe noch nichts. Ja, aber irgendwie lade das nicht richtig. Oh, ups. Lol. Okay. Richtig geil. Aber die Eiszapfen fehlen, also das ist das falsche Biom. Hier haben wir eine Truppe Plünderer. Aha, der Boss ist ein Terrorattentäter. Oh. Da müssen wir vorsichtig sein und irgendwie ladet das nicht richtig. Das können wir natürlich schlecht schauen, wenn der World Generator, also der das Spiel nicht mit dem Laden nachkommt, weil die Size halt richtig groß sind.
Hier hat es jetzt weniger Berge. Das sieht aus. Na, kannst du laden? Okay, ich werde hier noch ein bisschen warten. Ja, okay, es geht langsam. Aber Lava, Seen und Ozeane haben wir immer noch nicht gefunden. Das hat ein bisschen Probleme mit manchen Einstellungen wahrscheinlich, dass die Ozeane einfach nicht spawnen können, weil wir zum Beispiel die Height Size hochgestellt haben und so. Da machen wir am besten eine Welt ohne High Size. Neue Welt. Zerklüftet. Nicht zerklüftet. Customless. So, jetzt machen wir hier einfach Ozeane an. Hier nicht ganz voll. Und sonst nichts. Dafür Biom. So, Flowfrozen Ice Mountains haben wir genommen. Jungle Hills, Jungle Edge, was ist denn das? Stone Beach. Cold Tiger Hills, Mega Tiger Hills. Cold Tiger Hills machen wir mal. So, sollte eigentlich jetzt was. Was habe ich jetzt gemacht? Auf was habe ich gedrückt? Also dann halt nochmals Cold Tiger Hills. Ja, Reiti hoch und okay, fertig. Ah, abbrechen habe ich gedrückt, also neue Welt erstellen. Ist halt an einem blöden Ort, so abbrechen möchte ich eigentlich immer rechts oben haben. Das Die Entwickler haben da andere Pläne. So, schauen wir mal. Ja, die Welt wird jetzt deutlich schneller geladen. Okay, das ist einfach Baum, also Tiger. Ohne nichts. Und immer noch kein Lava. Ich setz. Ah, jetzt. Aber das ist ein Fluss, kein Ozean. Gehen wir mal den Fluss entlang. Irgendwo muss doch ein Ozean sein. Aber es ist schon irgendwie cool, wenn man bedenkt, wenn man jetzt denn plötzlich Lava in den Flüssen hat. Dann hat es viel mehr Waldbrände. Man kommt nicht mehr so leicht drüber. Und ja, er hat ein ganz anderes Style. Wenn man das alles aus Kohle machen könnte, Kohleblöcke oder so, dann hätte man noch ein richtig cooles Biom. Aber da müsste man irgendwie Bäume noch drin haben. Ich kann leider nicht schneller fliegen. Also man könnte einen Comment, das ich nicht kenne. Ja, sehr interessant, also es ist ja jetzt zwar kein Ozean, aber ja, lässt sich sehen. So, ich möchte den ersten Part nicht zu lange machen. Mit euren Ideen kann ich dann bessere Biome herstellen. Also wenn ihr schon mehr Zeit hattet, es auszuprobieren überhaupt. Und hier schneide ich. Ah, das geht doch runter. Ganz langsam. Okay. Richtig cool, also das ist schon fast das coolste Gebiet. Und wenn ihr wisst, wie das Gebiet heißt mit den Eiszapfen, mit diesen Skulpturen, dann dürft ihr das auch gerne unten hinschreiben, das würde mich sehr interessieren. Ich will mal das im zweiten Part dann ausprobieren. Und ja, dann werde ich mal die Vorkommnisse von anderen Blöcken erhöhen und so weiter. Also, sehr gespannt auf den zweiten Part. Ich verabschiede mich jetzt hier schon mal und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.